Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Star Wars Knights of the Old Republic. In der Brotherhood of Shadows Mod. Und wir sind momentan beim Captain des Raumschiffs Orion. So heißt das Ding hier tatsächlich. Ein ehemaliger republikanischer Kreuzer, der jetzt zum Händlerschiff umgebaut wurde. Und wir können dem Captain vielleicht noch ein paar Informationen entlocken, bevor wir uns der Bitte widmen, die er uns gegeben hat. Nachdem du mit dem Captain gesprochen hast, hat er dich gefragt, ob du ihm einen kleinen Gefallen tun könntest. Sera Degana, der Händler oder die Händlerin der Orion, hat ein Problem, das deine Hilfe benötigt. Und benötigt deine Hilfe. Gut. Darum kümmern wir uns gleich. Ihr seid zurückgekehrt, Ben Stormrider. Was benötigt ihr? Ich möchte noch ein paar Fragen stellen, bevor wir gehen. Nun, wenn ihr Informationen sucht, solltet ihr Informationen bekommen. Was wollt ihr also wissen? So, wir haben über die Mannschaft erfahren und über die Orion, die Crew. Warum braucht ihr mich nochmal? Nun, wir sind auf einer langen und möglicherweise gefährlichen Reise, um eine spezielle Handelsware ins Arroyo-System zu bringen, wo sie sicher aufbewahrt werden kann. Sollte das Schlimmste passieren und die Exchange erfährt von unserem Aufenthaltsort, dann brauchen wir euch, einen erfahrenen Krieger, um uns zu verteidigen. Und ich habe das Gefühl, dass das passieren wird. Sonst wäre es langweilig. So, was genau ist diese Handelsware? Während Demon Drexel immer noch der Kapitän war, sollte er dieses Ding von großer Wichtigkeit an die Exchange, an seine Exchange-Kontakte nach Nar Shaddaa abliefern. Später, als er die Orion verlassen hatte, kontaktierte er uns und verlangte nach dieser Handelsware. Zuerst habe ich zugestimmt, aber jetzt habe ich die Wahrheit hinter der Handelsware erkannt. Und es wäre höchst unverantwortlich, einen solchen Gegenstand in die Hände der Exchange zu spielen. Ich befürchte, ich kann seine Geheimnisse nicht dieses Mal an euch weitergeben. Es ist nichts Persönliches, das versichere ich euch. Ja gut, okay, dann haben wir alles gehört, dann gehen wir mal wieder. Ich werde hier sein, falls ihr mich braucht. Nun gut, wir haben noch nicht alles vom Schiff gesehen. Bevor wir zu Sera Degana gehen, würde ich sagen, wir öffnen hier noch ein paar Türen. Einfach aus Neugierde. Ah, hier sind die Beastmaster unterwegs. Das ist der größere Yol. Der kleinere Kohl ist ein Java. Das ist ja irre. Hallo? Ein Java außerhalb von Tatooine? Das sieht man nicht oft. Oder ist das schon wieder die falsche Textur? Was wollt ihr, Mensch? Kommt, um Bestien aufzuschrecken? Hm? Bestien? Menschen stören! Falls ihr nach einer intelligenten Konversation sucht, dann schaut ihr am falschen Ort nach. Ich verstehe. Reden wir mal mit ihm. Huch. Willkommen, Mensch. Ich bin Bestienmeister Kohl. Was genau ist ein Bestienmeister? Ein Bestienmeister ist jemand, der sich um die Bestien während des Transports von Ort zu Ort kümmert. Ich, Kohl, bin ein Bestienmeister. So wie mein Gegenstück ein Yol. Kohl? Ich bin Kohl. Was möchtet ihr wissen? Seid ihr nicht ein bisschen klein, um euch mit diesen, um diese Bestien unter Kontrolle zu halten? Oh. Beurteilt ihr mich nach meiner Größe? Ich bin zu allem fähig. Kohl recht hat. Er manchmal bekommt die kleinen Bestien.
kleinen Bässchen sind weich und Spaß zu streicheln. Okay, ja. Warum wollen die Bässchen mich nicht angreifen? Oh, sie wurden betäubt. Es ist nur zu unserer eigenen Sicherheit und zu eurer. Oh ja, hier neben uns haben wir einen Kaffhund. Auf seinem Weg zu einem reisenden Zirkus. Er wird gezähmt werden und dann werden ihm Tricks beigebracht. Und der Tukata? Auf seinem Weg nach Nar Shaddaa in ein Steakhouse. Gefrorenes Tukata-Hirn ist eine Delikatesse unter den Hutten. Igitt, die fressen vielleicht eine Scheiße. Okay, zurück zu meinen anderen Fragen. Was wollt ihr gerne wissen? Wie ist das mit Joel? Er ist ein bisschen schlecht temperiert ist eher der Raum. Er hat ein schlechtes Temperament. Wir versuchen das nochmal. Ich hoffe, dass... Ups. Okay, zum Glück kann ich das alles nochmal durchlesen hier im Feedback. Was hat er denn gesagt? Vergibt Moment, das war vorher. Also, er hat ein schlechtes Tempera. Ach du meine Güte. Er ist mein Gegenstück mit schlechtem Benehmen. Was möchtet ihr gerne über ihn wissen? Mensch hält Menschens große Nase zu Menschem eigenem Körper. Oder Joel schneidet Nase ab. Oder schneidet euch neue Nase. Vergebt ihm. Seine Logik ist limitiert zu Gewalt und dann noch mehr Gewalt. Wir sollten ein anderes Mal unser Gespräch fortsetzen. Ist schon gut, ich hau ab. Und kommt ja nicht weg und verstört die Bestien. Vergebt ihm seine Ignoranz. Er hat einen begrenzten Intellekt. Also... Der Java, der hat mal bessere Basic-Kenntnisse als alle Javas, die wir auf Tatooine getroffen haben. Der Kaffhund schaut euch an. Er scheint stark betäubt zu sein. Wir tun mal unsere Hand in den Käfig. Das ist eine schlechte Idee. Ich denke, ihr solltet sie da wegbewegen. Mensch, verliert Hand. Obwohl lustig für Joel anzuschauen. Ja, das ist eine super Idee. Vielleicht gehen wir hier mit einem Implantat raus. So, Tukata. Gar nichts. Hier haben wir noch eine Tür. Starboard Section. Starboard ist Steuerboard, Backboard, ich weiß es gar nicht mehr. Kein Problem. Kriegen wir das auf? Verstanden. Das kriegen wir auf. Storage Room. Das ist der Lagerraum, der ist einfach mal komplett leer. Läuft nicht so gut das Geschäft, oder Leute? Hier haben wir einen Computer. Slice Control. Gucken wir mal. Open the Storage Room Door. Ja, toll. Was auch immer. Ausloggen. Das hat es jetzt nicht so gebracht. Vielleicht haben sie den Schlüssel verlegt oder das Passwort. Und haben den Raum nicht mehr aufgekriegt. Deshalb ist er auch leer. In dem Fall haben wir jetzt geholfen. Gehen wir mal nach Starboard. Nö. Hier ist zu. Leider haben wir hier keine Konsole zum Hacken. Na gut, dann gehen wir mal zu Sera Degana und gucken, bei welcher Aufgabe wir ihr helfen können. Die alte Drag Queen hier. Ich bin erfreut, euch wiederzusehen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Euer Captain hat mich beauftragt, euch zu assistieren. Würde es euch etwas ausmachen, mich einzuweisen? Ihr habt Anweisungen, mir zu helfen? Nun, ich denke, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Nun, dann erklärt mir doch, was getan werden muss. Mein assistierender Astromektroide hatte neulich eine Fehlfunktion. Die Teile, die ich benötige, um ihn zu reparieren, befinden sich im Besitz des Mechanikers Theorion. Bitte hol diese Teile für mich. Ich bin doch nicht hier, um den Laufburschen zu spielen, Twi'lek. Ihr könnt euch einen anderen Idioten suchen, um eure Arbeit für euch zu erledigen.
Vergebt mir für jedwede Beleidigung, die ich euch zugefügt haben mag, aber mir wurde vom Captain strikt befohlen, euch mit einer Aufgabe zu betrauen. Ich bin nicht einverstanden, aber ich werde tun, was getan werden muss. Ich glaube, ihr könnt ihn nahe eurer Quartiere finden. Ja, an den erinnere ich mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich die Druidenbauteile habe. Gut, ihr werdet mich genau hier finden. Nun, gibt es sonst noch irgendetwas, was ihr wollt? Da du aussiehst wie ein Mann, verzichte ich auf das Flirten. Ich werde jetzt gehen. Natürlich, ich möchte euch nicht von dem ablenken, was dringende Geschäfte sein müssen. Lebt wohl. Bis später. Oder sowas. Was hat sie zum Schluss gesagt? Lebt wohl. Fürs Erste. Gut, also. Nachdem ihr mit Seradigana gesprochen habt, die ungewöhnlich verstört von eurer Präsenz zu sein scheint, hat sie danach gefragt, hat sie euch gebeten, ein paar Druidenteile von dem Mechaniker der Orion zu besorgen. Was ist, wenn wir das Schild anklicken? Passiert dann irgendwas? Nichts, gar nichts. Nichts, gar nichts. So, mal gucken. Da unten war das. Glaube ich. Von hier sind wir gekommen, ne? Da ist auch der Mechaniker irgendwo. Hier sind die Druidenteile. Vielleicht können wir die einfach nehmen? Nee, das ist es irgendwie nicht. This dust plays havoc with my motivators. Wo ist denn der Kerl jetzt? Jetzt hat er sich verpisst, das darf doch nicht wahr sein. Mechaniker? Hallo, Mechaniker. Ich habe alles Nötige vorbereitet, Captain. Ich warte nur, dass ihr euer Gesicht zeigt. Der Mechaniker ist in unseren Quartieren. Was ist denn hier los? Kumpel? Was geht denn? Ihr schon wieder? Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Ach komm, sagen wir mal einfach, was los ist. Ich bin gekommen, um Druidenteile für Seradigana zu holen, für den Astromech-Druiden. Ja, ich habe sie nicht. Na, ist ja wunderbar. Ich hab das gerade nicht gehört und ich werde nicht noch einmal fragen. Versteht ihr? Was ich meine ist, ich habe sie nicht bei mir. Sie werden hier wohl irgendwo rumliegen. Huch. Okay, haben wir da eigentlich schon liegen sehen? Ich glaube, wir haben gerade eine genervte Antwort gegeben. Als ich zu schnell weitergeklickt habe. Das sind die doch hier, oder nicht? Nun, es dauert eine Weile, weil der Kiosk mit verschiedenen Druidenteilen in verschiedenen Formen und Größen. Wie gemein! Ich bring doch den Druiden nicht um. Nein, wir suchen weiter. Du hast die Druidenteile gefunden, für die, nach denen du gesucht hast. Es brauchte nicht annähernd so lange, wie du vermutet hast. Ich würde jetzt gerne ein Tarngerät anlegen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde nämlich gerne wissen, was der Mechaniker da hinten zu suchen hat. Haben wir hier einen Tarnfeldgenerator? Ah, Genoharadanische Tarneinheit. Ich vermeide, was ich kann. Das ist genau richtig. Mal gucken, ob wir den da irgendwie belauschen können oder so. Das interessiert mich jetzt wirklich. Was macht der denn da? Der hat doch vorher hier gestanden. Warum hat er den Standort gewechselt? Und was redet er da mit dem Captain? Hier stinkt doch irgendwas zum Himmel. Oder wir reden einfach nochmal mit ihm. Ihr schon wieder. Könnt ihr nicht sehen, dass ich schon so beschäftigt genug bin? Na gut, ich gehe. Dann mal schnell. Ja, dann mal schnell. Dann be quick about it. Okay, my friend, I'm gonna be quick about it.
Here in Texas, we are always quick about it. Especially when sleeping with a woman. Ha ha ha. So, so viel dazu. Jetzt lasse ich das mal sein mit dem Englisch. Ach so, hier ist ja Sera. Sera, hier bitte. Ich bin erfreut, euch wiederzusehen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, ja, die Frau gefangen im Körper eines Mannes. Das tut mir echt leid, Leute. Aber können wir nichts machen. Die Aufgabe, die ihr mir gegeben habt, möchte ich gerne besprechen. Habt ihr die Droidenbauteile schon vom Mechaniker abgeholt? Ja, ich hab die Bauteile für euren Droiden. Bitteschön. Danke für eure Hilfe. Ihr habt mein Leben gerade einfacher gemacht. Wenn auch nur für eine kurze Zeit. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Bitte nehmt eine dieser Jedi-Roben als ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich glaube, sie kommen in verschiedenen Farben. Ich habe ein S vergessen bei der Übersetzung. Leider ist keine grüne Robe dabei. Das wäre toll. Wir nehmen mal eine rote, ne? Rot steht uns. Wenn eure Geschäfte hier abgeschlossen sind, solltet ihr mit dem Captain sprechen. Ich glaube, er möchte mit euch reden. Geschäfte wird groß geschrieben. Da muss ich auch mal ein Grammar-Nazi mir gegenüber selbst sein. Da muss ich mal drüber. Aber ihr wisst ja, ne? Einfach Kickstarter und so, zwinker, zwinker. Wie sieht's aus? Wollen wir die Mod mal komplett übersetzen und synchronisieren? Wäre da was... Wäre das drin? So mit berühmten Synchronsprechern vielleicht auch? So, naja gut, dann gehen wir mal wieder. Natürlich, ich möchte euch nicht von dem ablenken, was dringende Geschäfte sein müssen. Lebt wohl fürs Erste. So. Nachdem ihr die Droidenteile an Sera Degana gegeben habt, hat sie euch informiert, dass der Captain wünscht, mit euch erneut zu sprechen. Und dann gucken wir uns gleich mal die Jedi-Robe an. Oh, das ist die, die wir hätten kaufen können. Nee, das ist nicht die, die wir hätten kaufen können, hat 5 Weisheit gebracht. Die hier bringt 5 Geschick. 5 Geschick ist saugut. Also ich meine, wenn wir nur einen ungeraden Geschicklichkeitsbonus haben, dann bringt das nochmal plus 3 auf die Verteidigung. Dann sind wir insgesamt bei 6 mit einer Jedi-Robe. Macht immun gegen Angst, macht uns furchtlos, das ist ziemlich gut. Leider fehlt die Beschreibung, ich habe keine Ahnung, was die Robe für eine Hintergrundgeschichte hat. Wir legen sie mal eben an. Ach, guck mal. Die ist aber schick, oder? Sagt mal. Wir haben jetzt leider keinen Gefährten. Ich kann jetzt also nicht in Ego-Perspektive gehen, um da ran zu zoomen, aber ich kann mal versuchen, irgendwie in eine besser beleuchtete... irgendwo hinzugehen, wo es besser beleuchtet ist. Wo die Kamera vielleicht näher rankommt. Also die Robe sieht richtig gut aus. Und die hätten wir jetzt auch in Gelb oder Braun haben können oder in Schwarz, aber Rot steht uns einfach. Also die Robe sieht richtig gut aus. Sag doch mal, Leute. Sollen wir die erstmal anbehalten? Was macht denn das mit unseren Statistiken? Geschicklichkeit ist nicht unser stärkster Wert, wa? Aber so haben wir einen Bonus da drauf. Und Bonus mit Geschicklichkeit, also Geschicklichkeit bringt auch die Verteidigung hoch, ne? Aber auch die Reflexe und die Treffergenauigkeit im Fernkampf. Also Geschicklichkeit ist besser als Rüstungsklasse im Prinzip. Ich behalte die Robe erstmal an, ne? Obwohl die hier bringt eigentlich mehr Verteidigung. Aber weißt du was, einfach so zum Spaß, momentan haben wir noch keine Kämpfe. Solange wir noch keine Kämpfe haben, laufen wir jetzt mal in der neuen Robe rum. Sieht doch ganz gut aus. So, Captain, was steht denn an? Oh, was der Captain noch von uns möchte, erfahren wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Denn, wenn ich so auf die Uhr gucke, haben wir schon wieder eine Folge voll. Die letzte Folge war so lang. Ja. Was soll ich dazu sagen? 20 Minuten ist okay, wenn wir jetzt ein Gespräch anfangen, dann dauert es vielleicht, dann haben wir vielleicht eine 30-Minuten-Folge, das ist mir ein bisschen zu lang. Ich muss auch gucken, dass ich mit dem Aufnehmen hinterherkomme einfach. Ja, ist ja gut. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht bei der Brotherhood of Shadows Mod.
Und dann schauen wir mal, ob das Schiff vielleicht überfallen wird, ob wir endlich zu einem Kampf kommen und ob wir noch mehr über den Hintergrund des Schiffs, Dämon Drexels und Sera Degana herausfinden können. Bis dahin, euer Ben. Bye, bye. Ich, die